Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alaina Tarot. Mein Name ist Alaina. Heute möchte ich gerne mit dir die Single-Legung Skorpion, die Liebeslegung mit dir teilen und mit auf den Weg geben. Skorpion, wir haben hier heute echt eine ganz mega geile Energie. Aus dem einfachen Grunde, weil wir haben Singles, okay, die an ihren Ex-Partner denken, womöglich eine Versöhnung. Singles, die noch unschlüssig sind und Singles, die hier fragen nach einer neuen Liebe. Wenn du hier der Single bist, der sagt, ey, ich bin Skorpion, ja, oder Aszendenten Skorpion und kommt mein Ex zurück oder meine Ex? Jetzt nicht. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um an diese Versöhnung zu denken. Weil einer von euch beiden wird A, beeinflusst von dritten Personen, von seinem Ego, von dem Schmerz. Oder es kann auch sein, dass ihr beide noch nicht bereit seid, ja, diese Konfrontation, dieses Gespräch, was so dringend nötig ist, diese Gefühle zu sortieren. Beide oder zumindest einer von euch, okay? Das heißt, im Moment ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, um an eine Versöhnung zu denken. Heile erstmal deinen Schmerz, heile erstmal deine Gefühlsebene. Okay, denk dran, es gibt immer wieder Veränderungen in der Liebesbasis. Hier geht es auch um Sexualität. Willst du deinen Partner zurück oder will dein Partner dich zurück, weil aus Liebe zueinander oder weil der Sex so toll war oder aus Abhängigkeiten oder wegen Kindern? Im Moment ist es noch nicht. Ich sage nicht, dass in einer Zukunft es nicht passieren kann, aber hier und jetzt, im heutigen Sein, sobald du dieses Video hörst, sind die Ängste zu groß, die Veränderungen zu groß, die Gefühle sind noch nicht ganz klar, es gibt Konfusion. Auch ob man eine Untreue verzeihen kann. Also bleibt noch ein bisschen in dieser Energie des Verarbeitens, des Erkennens, um dann später, letzter Fall dieser Begegnung gibt sich, zu wissen, was ihr wollt. Okay? Bist du hier, weil du sagst, Skorpion, ich möchte nicht zu meinem Ex, aber was soll ich machen? Hier ist es so, dass das Leben dir sagt, du hast eine Möglichkeit, dich zu befreien, auf Reisen zu gehen, intern und extern, ja? Eine neue Lebensgeschichte anzufangen. Genieße das Single-Leben, verbarrikadiere dich nicht in einer Gefühlsebene, wo du nicht hingehörst, okay? Keine emotionale Gefangenschaft, sondern kooperiere mit dir, vertraue auf die Liebe, auf die neue Situation, die du gerade lebst, okay? Du kannst jemand Neues kennenlernen, auf einer Reise, in einem Studio, auf der Arbeit. Es gibt auf einmal eine unvorhergesehene Veränderung, wo du jemanden kennenlernen kannst, aber dafür musst du den Mut haben, die Vergangenheit wirklich in diese Schublade zu packen, weil sie wird immer wieder aufkommen. Aus welchem Grund noch immer wird Skorpion immer wieder in der nächsten Zeit mit der Vergangenheit konfrontiert werden. Aber bist du noch nicht bereit für jemand Neues? Lass dir Zeit, genieße das Single-Leben. Bist du nicht bereit für den Ex? Lass den Ex oder die Ex erstmal zurück, weil hier werden sich Situationen neu bilden, okay? Sobald du in der Erkenntnis bist. Fragst du hier Skorpion für eine neue Liebe? Ja, viele von euch, die sich entscheiden, raus aus dieser Ex-Konstellation, raus aus dieser Ex-Energie, raus aus diesen Schmerzen, aus dieser Versuchung, es erwartet dich was Neues, okay? Der Seelenruf ist ausgeschrien, der Wille ist da, der Wunsch ist da, die Sehnsucht kommt, aber erst nach einem gewissen Heilungsprozess, nach einem Entwicklungsprozess. Wir haben hier Skorpione, der Ex oder die Ex kommt immer wieder, wir sehen es hier dreimal, okay, der Ex ist immer präsent, gedanklich, körperlich, durch Botschaften, durch dritte Personen, die über ihn oder über sie reden, durch Träume, egal warum auch immer. Ihr werdet entscheiden, irgendwann im Laufe des nächsten Monats oder der nächsten Wochen, will ich das oder will ich das nicht? Aber das Leben sagt, genieße den Neubeginn. Okay, habe dieses klärende Gespräch mit deinem Ex-Partner. Ein Ex-Partner in einer neuen Version kann auch eine neue Liebe darstellen im Tarot. Okay, sowohl eine Ex-Versöhnung nach langer Zeit des Wartens, aber auch eine neue Liebe, die langfristig ist, die glücklich ist, wo du auch lernst, Probleme in einer Partnerschaft zu bewältigen, wird sich dir geben, immer und dann, wenn du den Moment abpasst und den Seelenruf hörst von deiner eigenen Seele, jetzt ist der Moment, sich der Liebe zu öffnen, wirst du es machen. Skorpion, es wird eine interessante Zeit für dich, genieß es als Single, hab den Mut, auch mich für eine private Legung, zielorientierte Therapie anzuschreiben, gib dem Leben und die Liebe die Farbe, die dich glücklich macht, denk dran, meine Videos sind zeitlos, okay? Hier geht es darum, dass du erkennst, warum bist du Single, was läuft immer schief in den Partnerschaften, bleib in dem positiven Denken, vor allen Dingen in deiner kreativen Art und Weise, öffne dich mehr der Liebe, okay? Das Leben und die Liebe ist so lohnenswert, wirklich alle Facetten des Lebens und der Liebe zu genießen und zu leben, egal wie hart und wie schwer sie ist. Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt, für eure Likes, für eure Abos, ja, dass ihr so zahlreich dabei seid, auch in meinen Live-Chat, die wirklich bald wieder starten, aber aus privaten Gründen war es halt einfach nicht möglich und ich bin froh und dankbar für all eure Unterstützung und eure Liebe und eure Offenheit, also schenkt euch das auch selber, damit ihr langfristig glücklich seid in einer Partnerschaft. Skorpion, alles Liebe und wir hören uns, bye!